Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich heiße Anja von Mal einfach mit und will mit meinen Tutorials helfen, damit Zeichenversuche daheim besser klappen und funktionieren. Ich habe mir jetzt gedacht, heute stelle ich mal ein Beispielkapitel von meiner DVD vor. Da geht es um das Thema Haustiere zeichnen lernen. Da ist auch eine Broschüre dabei mit einem Motiv zu einem Meerschweinchen. Und deswegen seht ihr jetzt heute in meinem Beispiel ein Meerschweinchen. Aber das, was ich da zeigen möchte, das funktioniert für jedes beliebige Motiv. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer eigenes Haustier porträtieren wollt oder was auch immer und ihr habt ein Foto von dem Motiv, dann müsst ihr das ja zuerst auf das Zeichenpapier übertragen. Und wenn man nicht schon ein total geübter Zeichner ist, dann macht man sich da zunächst mal eine Vorzeichnung. Und manchmal klappt das nicht so gut und dann ist man vielleicht frustriert. Und deswegen will ich dazu heute mal einen Trick zeigen. Die Methode, die ich heute vorstellen will, ist kein Geheimnis und ich habe es mir auch nicht ausgedacht. Die Frage ist nur, wie man sie in der Praxis anwenden kann. Und zwar muss man bei dieser Rastermethode über das Motiv, was man entweder als Foto oder als Ausdruck vor sich liegen hat, jetzt erstmal ein gleichmäßiges Raster drüber legen und mit dessen Hilfe kann man es dann auch Stück für Stück aufs Zeichenpapier übertragen. Und entweder nimmt man dazu so ein Millimeter Zeichenpapier her. Und das ist ein transparentes Papier, was so eine Millimeter-Einteilung vorne drauf hat. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Das ist wunderbar, weil es so schön durchscheinend ist. Ja, das kann man entweder benutzen, wenn man sowas aber nicht zur Hand hat, weil es ein bisschen spezieller ist. Dann kann man auch einfach so einen ganz normalen Bogen kariertes Papier hernehmen. Also dieses ganz normale Standard-Karo-Papier. Das geht auch, weil da ja auch schon eine fertige Rastereinteilung drauf ist. So, und wie man da jetzt Schritt für Schritt vorgehen muss, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß und viel Erfolg. Ich glaube, damit schafft es dann jeder, zumindest schon mal seine Vorzeichnung aufs Zeichenpapier zu bringen. Ja, der ein oder andere wird vielleicht sagen, dass das einfache Durchpausen am Fenster ja eigentlich gar keine eigene Zeichnung ist. Und wer trotzdem üben möchte, selber Motive zu übertragen und das Freihand eben nicht hinbekommen hat, ist eigentlich diese Methode eine wirklich ganz wunderbare. Die dient auch dazu, wenn man das öfter macht, wirklich im Beobachten von Details gut zu werden und auch im Verständnis dafür, wie so Größenverhältnisse sind. Die Methode mit dem Raster funktioniert ganz ähnlich im ersten Schritt wie die mit der einfachen Lichtpause. Ich habe mir nur hier im Unterschied zum ersten Beispiel ein Millimeterpapier besorgt. Und das hat so eine leichte Unterteilung schon, die man so leicht im Hintergrund sieht. Auch hier wiederum überträgt man das Motiv in groben Zügen auf das Raster. Und je nachdem, wie fortgeschritten man schon ist, kann man das Raster entweder enger oder weiter legen. Ich nehme jetzt einfach mal nur jede zweite Linie, die mir hier im Papier quasi schon vorgegeben ist. Lege das einfach grob drüber. Und auf diese Weise kann ich das ganze Motiv in gleichmäßige Vierecke zerlegen. Wenn ich das getan habe, kann ich abzählen, wie viele Vierecke habe ich jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein solches Raster muss ich jetzt auf das Zeichenpapier übertragen, auf das ich letztendlich das Meerschweinchen bringen möchte. Dazu nehme ich mir am besten ein Lineal zur Hilfe. Und jetzt muss ich eine 6x5 Einteilung treffen. Und das muss dann auch noch ungefähr so groß werden, wie ich das Motiv haben möchte. Auf diese Weise kann ich auch leicht vergrößern und verkleinern, maßstabsgetreu. Und zwar ist jetzt die Aufgabe eben Stückchen für Stückchen und Feld für Feld
die Umrisse meiner Vorlage auf das andere Raster zu übertragen. In dem Fall müssen diese Kästchen quadratisch sein und diese auch. Und die Anzahl muss in beiden Richtungen natürlich übereinstimmen. Und man beginnt bei einem Kästchen seiner Wahl. Ich kann zum Beispiel hier oben im Eck anfangen. Und dann sehe ich, aha, hier gibt es einfach nur eine Linie. Dann schaue ich mir das nächste Feld an. Da geht jetzt eine Schlangenlinie von hier nach dort. Und noch eine zweite Linie hier durch. Und so weiter. Und auf diese Weise wird jetzt, weil dieses Raster größer ist als dieses, das Motiv auch automatisch vergrößert. Bei dieser Methode mit den Hilfslinien ist es jetzt so, dass man natürlich am Ende das ganze Raster wieder ausradiert. Dazu am besten den Knetradiergummi verwenden. Und ich hoffe, dass es jetzt damit allen gelungen ist, die Vorlage entsprechend schon mal auf das Zeichenpapier zu setzen.